Das Endspiel steht auf dem Programm. Hinter uns liegt ein toller Wettbewerb und ich bin sicher, vor uns liegt eine packende Partie. Wir freuen uns auf 1. FC Köln gegen Bayern München. Einer der Höhepunkte im Fußballkalender erwartet uns heute also das deutsche Pokalfinale. Und das ist auch für uns Kommentatoren immer noch ein ganz besonderes Spiel. Herzlich willkommen dazu. Heute heißt es 1. FC Köln gegen den FC Bayern. Schauen wir kurz auf die erste Hälfte des 1. FC Köln heute. Gucken wir kurz auf die Formation, Buschi. Ja, die treten ja heute im 3-5-2 an, werden also versuchen, das Mittelfeld zu dominieren. So gehen es die Bayern also heute an. Schauen wir uns mal ihre Formation an. Sie werden in diesem 4-3-3 die Flügelstürmer draußen eng an der Linie halten und dann versuchen, die Bälle scharf reinzubringen. Sie waren Meister, sie waren Pokalsieger, sie haben auch in Europa Zeichen gesetzt. Aber dann kam in Köln doch wenig. Ja, da dümpelte man so ein bisschen im Niemandsland rum. Denken wir an die Jahre in der zweiten Liga. Aber ich glaube, der FC kommt wieder. Die kommen wieder hoch. Und das war der Anpfiff für dieses Endspiel im deutschen Pokal. Endlich geht's los. Da ist der Ball weg. Sehr guter Einsatz. Die Baller mit dem Pass, aber kommt nicht an. Modeste. Gündoğan. Jetzt Ronaldo am Ball. Die Baller. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Super dazwischen gegangen. Messi. Chance zur Führung. Da hat er das Tor für die Bayern. Erster Treffer, also in diesem Endspiel eine wichtige Aktion. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidiger. Ja, in der Tat viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Mit dem Spielstand konnte man rechnen. Die Bayern sind vorne. Geis. Georges Meret. Und da ist der Ball wieder weg. Was den DFB-Pokal so besonders macht, sind natürlich immer wieder die Siegeszüge von unterklassigen Clubs. Und da gibt es etliche Beispiele, Wolf. Kleine Teams, die ins Viertelfinale, ins Halbfinale, teilweise sogar bis ins Finale kommen. Die den Großen, den sogenannten Großen, ein Bein stellen. Frag nur mal die Fans in Geislingen oder in Vestenbergskreuth. Von solchen Außenseitersiegen spricht man noch Jahre oder sogar Jahrzehnte später. Sie suchen die Lücke. Jetzt wieder der 1. FC Köln am Ball. Er ist frei, da kann was draus werden. Oh, da haben sie natürlich Pech gehabt. Eigentlich genau richtig gemacht. Ganz clever, dieser Lupfer, aber dann fehlen Zentimeter. Ball bei Neymar. Und nun Ronaldo. Gutes Tackling auf außen. Risse. Gibt's jetzt die Gelegenheit?
Jetzt könnte die Flanke reinschlagen. Anthony Modest. Die Riesenchance, kein Tor. Das ist nicht der Ausgleich hier in diesem DFB-Pokalfinale. Und es war eine exzellente Gelegenheit. Isco jetzt am Ball. Nun Gündogan. Und Ronaldo. Dybala. Risse. Georges Meret. Höger. Johannes Geis. Keins. Da trennt er ihn fair vom Ball. Messi jetzt. Fängt diesen Ball ab. Anthony Modest. Guter Einsatz, aber jetzt Einwurf. Risse. Johannes Geis. Hereingabe. Das war einfach. Er holt sich die Flanke. Höger. Anthony Modest. Und das ist der Ballverlust. Keins. Muss er runter? Läuft auf jeden Fall nicht mehr ganz rund. Sie haben Platz. Da ist die Flanke. Aber da steht kein Mitspieler für diese Hereingabe. Und nun Ronaldo. Das könnte die Gelegenheit geben. Neymar. Neymar hat's. Klasse Aktion. Diesen Endspieltreffer haben sie natürlich gebraucht. Und irgendwann ist er dann nicht mehr aufzuhalten und bleibt auch vor dem Tor ganz ruhig. Eine super Szene. Er ist einfach gedankenschneller als alle anderen. Schaut doch gut aus. Es steht 2:0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Keins. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Yeah. Stark gemacht. Das könnte was werden. Flanke kommt. Neymar. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Modest. Der FC Bayern wieder am Ball. Jetzt Ronaldo am Ball. Cristiano Ronaldo ist ja nicht nur mit dem Fuß stark, auch seine Kopfbälle sind eine echte Waffe. Das ist schon Wahnsinn, wie viel Wucht er da hinter den Ball bringt. Und dann hat er vor allem auch ein sensationelles Timing. Das ist überragend. Da passt er auf und kann klären. Der Ball ist im Aus, das gibt Einwurf. Neymar. Cristiano Ronaldo. Geis. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Keins. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Neymar. Die Chance für Neymar. Tor durch Neymar! Der Satz, der Mann für die richtige Aktion in diesem Spiel. Sehr gute Leistung. Das ist eine beruhigende Führung für sie. Modest. Messi.
Dybala. Dybala, da ist die Chance. Weiter gefährlich. Das war eine Riesenparade gerade, eine klasse Szene. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Und Tor mit ganz viel Gefühl. Mit all seinem Gefühl lupft er den Ball über den Torhüter. Gegen die Klasse kommst du als Keeper nicht an. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Isco jetzt am Ball. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Einwurf Köln. Córdoba. Cosiello. Ja, das hat er geahnt, Gündoğan. Modest. Und Gündoğan. Dybala mit dem Pass, aber kommt nicht an. Tolles Zuspiel. Joan Córdoba. Den Ball hat er nicht voll getroffen. Ja, und deshalb der Abschluss auch nicht platziert genug. Dybala. Gündoğan am Ball. Dybala. Sörensen. Da ärgern sie sich. Ballverlust. Messi! Super gemacht vom Torwart. Die Bayern mit der Ecke. Dybala führt diesen Eckball aus. Die Bayern über die Seite jetzt. Hereingabe jetzt von Piszczek. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Córdoba. Er nimmt ihm den Ball ab. Cristiano Ronaldo. Jetzt könnte es gefährlich werden. Messi. Gündoğan. Gündoğan, starke Parade. Eckball für die Bayern. Die Ecke kommt. Messi. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Córdoba. Modeste. Neymar. Da packt er den Trick aus. Klasse. Flanke auf Lionel Messi. Aber es kommt kein Mitspieler an den Ball. Höger. Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Der Versuch war harmlos. Höger. Der Ball geht zu Leo Messi.
Cosiello. Keins. John Cordoba. Er versucht's. Aus dem Schuss wird keine richtige Chance. Dafür ist er einfach zu hoch. Salif Sané. Sehr gut aufgepasst. Vincent Cosiello. Dybala. Nun Neymar. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Lionel Messi. Neymar! Neymar macht's! Klasse Aktion. Diesen Endspieltreffer haben sie natürlich gebraucht. Cielo. John Cordoba. Risse. Ronaldo am Ball. Neben Lionel Messi ist Cristiano Ronaldo unumstritten der beste Spieler der Welt zurzeit, oder Buschi? Ja, da glaube ich, gibt es keine zwei Meinungen. Er ist ja auch Rekordtorschütze der portugiesischen Nationalmannschaft. Neymar hier mit Zug zum Tor. Schuss! Ein klasse Schuss. Beim Finale um den deutschen Pokal ist jetzt Pause. Und zumindest ein Team hat hier fantastisch abgeliefert. Ja, das war alles andere als ein ausgeglichenes Spiel. Das war eine Vorführung. Ich bin mal gespannt, ob das in der zweiten Hälfte so einseitig bleibt. Klar, es sind noch 45 Minuten zu gehen, aber sie waren so überlegen in der ersten Hälfte. Das müssten sie eigentlich packen. Keins. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Georges Meret. Cosiello. Modest. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Neymar bekommt den Ball auf den Flügel. Und Ramos. Cristiano Ronaldo. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Der Angriff könnte was werden. Wie macht er den denn rein? Dybala. Und Neymar. Lionel Messi am Ball. Jetzt Cristiano Ronaldo. Dybala. Dybala! Der Ball prallt von der Latte ins Feld zurück. Jetzt können sie durchatmen. Da hatten sie Glück. Das können wir nicht anders sagen. Aluminium hat sie gerettet. Fast der Gegentreffer. Und hier wird es gleich einen Wechsel geben. Ja, die wollen noch mal was Neues versuchen. Geis. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Ronaldo! Sie liegen vorne und er spielt sich trotzdem weiter. Gute Chancen, es hätte fast geklingelt. Modest. Schopp. Keins. Und jetzt Gündogan. Da ärgern sie sich. Ballverlust.
Keins. Terodde. Gündoğan am Ball. Neymar. Und jetzt Gündoğan. Und Ronaldo. Messi jetzt am Ball. Super, Messi. Wenn er da nachgelegt hätte, wäre das Spiel endgültig entschieden gewesen. Aber sei es drum, sie führen ja weiterhin. Höger. Ja, das hat er geahnt, Gündoğan. Messi. Gündoğan am Ball. Jetzt Ronaldo am Ball. Die Chance für Neymar. Tor, Neymar! Jetzt Ronaldo am Ball. Und klasse durchgesetzt. Messi. Neymar muss es machen. Super gemacht vom Torwart. Gleich kommt der Eckstoß rein. Jetzt die Flanke von Cristiano Ronaldo. Ja, das war nix. Also ein Volley ist auch immer ein großes Risiko. Da muss schon alles stimmen. Das war hier nicht der Fall. Messi heute richtig stark. Er macht den Unterschied aus. Der macht da vorne im Sturm mächtig Alarm. Und einmal hat der Ball ja auch schon gepasst. Jetzt Ronaldo am Ball. Lionel Messi. Jetzt könnte er flanken. Mit der Flanke suchen sie Ronaldo. Da hat er sich mächtig viel. Gündoğan. Er ist noch heiß. Gute Aktion, gut geklärt. Jetzt Piszczek. Messi. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Er pfeift das Foul. Elfer für die Bayern. Sehr gut. Der Unparteiische spricht zunächst mit ihm. So muss es sein. Er geht auf die Spieler ein. Sagt aber trotzdem ganz klar, was Sache ist. Und das ist wirklich fair, so weiß jeder Spieler ganz genau Bescheid und ist sich der Konsequenzen bewusst. Oh, am Tor vorbei. Vergibt diesen Strafstoß und das war schwach, ohne jede Frage. Das kann er viel besser. Messi. Cristiano Ronaldo. Lionel Messi. Super Pass von Messi. Sobich. Ja, das hat er geahnt, Gündoğan. Und nun Messi. Da kommt der Versuch. Das war zu weit weg. Der Schuss ist kein Problem für den Torwart. Jetzt Neymar. Da kam er genau richtig. Super gemacht vom Verteidiger. Jetzt Piszczek. Der Reingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Und Isco. Cristiano Ronaldo. Hector. Super dazwischen gegangen. Dybala! Der Ball geht an die Latte. Diesen Alu-Treffer müssen Sie jetzt abhaken. Der Chance dürfen Sie nicht weiter nachtrauern.
Ronaldo zieht ab. Sie liegen vorne und spielen sich weitere Chancen heraus. Die hier war ganz eng. Isco am Ball. Messi. Klasse Leistungen von ihm zuletzt. Er ist in der guten Verfassung. Und De Bruyne, das muss es doch sein. Super Einsatz vom Torhüter. Standards können eine Waffe sein. Mal sehen, wie die Ecke wird. So, Ecke kommt. Ja, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Marcelo. Jetzt vielleicht die Flanke. Er geht dazwischen und verhindert die Flanke. Anthony Modest. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Ja, schwacher Ball hier. Risse. Modeste. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Der Rodde. Jetzt in der Anspielstation. Das macht er gut. Und jetzt gibt es eine Ecke. Das Spiel geht in die letzten Minuten. Die Bayern werden diese Partie wohl gewinnen. Und die Fans, die feiern schon. Wolf, das kann ich gut nachvollziehen. Die drei Punkte hier sind so gut wie sicher. Da sollte nichts mehr passieren. Er spielt den Pass auf den Flügel. Bayern München mit dem Ball gewinnen. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Hector. Jetzt ist er durch. Super gemacht. Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball. Das war gefährlich. Er ist zur Stelle ein Klasse-Keeper. Aus der Distanz zieht er da ab. Das sieht auch richtig gut aus. Aber der Torwart hat die passende Antwort. Hat der Keeper richtig gut aufgepasst und den Schuss entschärft. Ecke De Bruyne. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Da zieht er ab. Weiterer Eckball für sie. Er geht runter nach einem wirklich guten Auftritt. De Bruyne führt diesen Eckball aus. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Gut gespielt. Der Ball geht nach außen. Das war einfach. Er holt sich die Flanke. Der Ball geht zu Leo Messi. Nun Ronaldo. Lionel Messi. Messi muss es machen. Da ist das Tor. Aber ein bisschen Glück war mit dabei. Buschi, eine Frage auf diese Zeitlupe. Absicht oder Glück? Von beiden etwas Wolf. Auf jeden Fall kommt der Ball am Ende so präzise, dass es dann nichts zu halten gibt. Das wird heute wohl nichts mehr für sie. Das Spiel ist fast vorbei. Man kann sich fast festlegen. Das Ding dürfte... Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Jetzt ist er völlig blank. Die Chance, aber Buffon. Klasse von Buffon. Richtig gute Aktion. So wie Schopp. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball.
die Chance werden. Da war noch einer dran, daher Eckstoß. Jetzt kommt die Ecke. Aus der Hereingabe haben sie nichts gemacht. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Marcel Risse. Schuss! Jetzt hat Messi Platz. Jetzt die Flanke von Messi. Und besser kannst du die Kugel nicht platzieren. Er geht in den Winkel. In dieser Szene zeigt er all sein Können, den Ball. Holt er sich direkt aus der Luft. Ein absolutes Klasse-Tor. Eindeutiger Spielstand hier und viel Zeit bleibt nicht mehr. Auch nicht für Kosmetik übrigens. Und da ist der Ball wieder weg. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Könnte gefährlich werden. Messi am Ball. Messi versucht. Beide gefährlich. Höger. Tja, Fassung. Und da sehen wir den Pokalsieger in diesem Jahr. Verdient? Ja, weißt du was? Die Frage stellt sich doch. Wenn du das Ding am Ende hochstimmst, wenn du weißt, du hast den Pott, dann feierst du mit den Fans und hoch die Tasse. Gratulation. Also ja. Ja. Große Momente, besondere Momente, echte Momente. Es gibt kein Drehbuch dafür. Tolle Momente. Tolle Momente. Ja. Also das einmal zu erleben, da wird jeder Profi, ach, das sage ich jeder Profi, jeder Fußballer eine Menge für geben. Da ist das Ding. Und jetzt sind alle Anstrengungen vergessen. Jetzt weißt du, du hast es gepackt. Es ist der im Moment schönste Pokal der Welt, dieser Mannschaft. Jetzt ist es soweit. Herrlich, herrlich, herrlich. Herrlich. So, und jetzt geht der Pott dahin, wo er hin soll oder hingehört. Also das sind die Leute, die das nicht vergessen werden. Die auch die Mannschaft, die in 15 Jahren noch sagen können, wer da wann, wie, wo gespielt hat, wer ausgewechselt wurde, wer das entscheidende Tor gemacht hat. Buschi? Ja, die Fans lieben das und gehören dazu. Gratulation. Ein tolles Bild jetzt hier. Ich glaube, an diese Mannschaft werden wir uns noch lange erinnern. Ja, das ist ein sensationelles Team. Ohne Schwächen, einfach klasse zusammengestellt, auf den Punkt topfit und auch taktisch immer wieder überragend.